Kausalität, sind Sie sehr ruhig. Die Kausalität leidet hier mit Hämorrhoiden und mit dem Bundesverdienstkreuz. Haben Sie das Bundesverdienstkreuz? Nein. Bitte schön. Haben Sie Hämorrhoiden? Nein. Also sind Sie auch kein Arschloch. Danke. Wissen Sie auch wieso? Und? Weil nämlich, Maul halten, weil nämlich Hämorrhoiden und das Bundesverdienstkreuz kausal sind. Kennen Sie die Kausalität zwischen Hämorrhoiden und mit dem Bundesverdienstkreuz? Nein. Jedes Arschloch kriegt es. Hämorrhoiden hat eine Hämorrhoide, kriegt er automatisch das Bundesverdienstkreuz. Hat er das Bundesverdienstkreuz? Wisst ihr auch so? Die Warum? Da drin, falls irgendwann Hämorrhoiden und kriegt jedes Arschloch und das Bundesverdienstkreuz. Okay, vielen Dank. Jedem Atemzug, wo ich mache, einer stirbt, hat er Mundwasser probiert. Danke, Jürgen. Erzähl mir, was erzählt denn immer? Der Unterschied zwischen einem Bündnis und einem Bundesverdienstkreuz. Kennen Sie noch den John Wayne? Der John Wayne. Kennen Sie den John Wayne? Ich Nein. War Stuntman beim John Wayne. Wirklich? Ja, in Philadelphia. Yes, yes, yes. Das ist cool. Und was sagen Sie durch Schlaglöcher? Hat der John Wayne gesagt? Habe ich mal gesehen, was? In Amerika kennen sie nicht USA, England auch nicht, das ist Jürgen, ja? Die sind so dumm, dass sie kennen nicht USA. Wissen Sie, die Sprache, lingurierische Artikulationen, das kenne ich nicht, weil sie so dumm dazu sind. Okay. Das ist mir scheißegal. Kommt es schon weh? Mann, das soll ich mal gesehen. Sprache Stuntman. Oh, oh, oh. Das soll ich mal schon. Aber, was? Der James Bond oder was da gerade? Nee, hat er gesagt, Jason. Ich brauche einen Stuntman. Ich bin's nicht, wie es ledig. Mir immer die Letterhose verbrunzen zu lassen. Oh, hab ich gesagt, schon, mach doch, sagt Jason. Ich bin so richtig, richtig ledig. Ich brauche einen Stuntman. Sagt, Moment mal, schon. Wie Menschen, das sagt man so ganz einfach. Jedes Mal, ja. Warte, ich hingehe und stehe an der Counter, gell? An der Bar, trinke ein paar Bier, ja, ja. Ja? Und will den Bach machen. Dann sage ich zum Barkeeper, hau ich mal Junge, hast du einen Lift? Ah ja, das sagt schon, das ist kein Problem. Ich nehme den Lift und gehe nur von der 11. Stock. Was willst du den Knopf zu trinken? Aber sag mal, ah ja, fahr Bach zu machen. Ja, genau, Bill, genau. Also, ich bin doch dort schon wein. Yes, hat er gesagt. Aber dann musst du den Lift nehmen und musst dann auf. Ja, mach kein Bach, mach jetzt auch hier, mach doch kein Theater, so. Gehst gerade hin, gehst du Bach machen. Da, öffentliches WC. Nee, hat er gesagt, das ist ja mein Problem. Jedes Mal, und ich bin es ledig, weil immer die Bäfer putzen so lassen. Jedes Mal, wenn ich hingehe und gehe in eine öffentliche Toilette, ja, WC, wo das noch steht. Ja. Schwul bin ich ja nicht, bin doch jetzt schon wein, ne? Und stehst so am Urinal, stehst so da. Da kommt irgendwann so ein Arschloch hin, so ein Arschloch, stellt sich schnell vor und sagt, auf einmal sagt er, oh, sagen Sie mal, sind Sie nicht jetzt schon weg? Danke. Bibelfest. Es geht. Waren Sie am See Genezareth? Nein. Wissen Sie, was die Überfahrt kostet, was See Genezareth? Nein. 25 Schekel pro Person. Das sind wie viel Euro? 25 Schekel. Und wie viel Euro? Israel. 25 Schekel, so ungefähr. Mark 20. Okay. Pro Person, nicht zusammen. Dann kommt der Fährmann, sah der Ente, der war Schwäbisch Münd, ne? Schwäbisch Münd. Ja. Oh, was willst du, der Golland hier? Ich sehe nichts, bum, 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 nichts. Wir müssen einfach sehen, nichts sagen. Und mir klar war ein Fährmann da, oder? Kommt der Fährmann, Fährmann, mal her. Und der Fährmann, ja, ja. Und die waren auch Schwäbisch Münd, waren so Schwobensäckel, ne? Hm. Und Schwäbisch Münd. Fährmann, was kostet dann die Überfahrt? Die Überfahrt über den See Genezareth. Da fährt man so, da ruft. Ah, hat er gesagt, das kostet 25 Schekel. Ja, Sommer? Nein, hat der Fährmann gesagt. Pro Person 25 Schekel. Dann hat der Schwab gesagt, der von Schwäbisch Gmünd gesagt. Das war da ja. Ah, ja, hat der Fährmann gesagt, das war der See Genezareth. Da ist ihm einer barfuß drüber gelaufen. Hat der andere gesagt, kein Wunder bei deinen Preisen. Zu den Schlaglöchern. Über das Kaff. Ich werde das Kraft dahin. Es ist umsonst. Es ist umsonst. Danke. Meine letzten Worte. Ich sage Sie, Bürgermeister. Kennen Sie den Frank Sinatra? Ja.
Weißt du was, der letzte Worte war von Mr. Frank Sinatra. Hat uns viel Spaß gemacht. Frank Sinatra, kennst du Frank Sinatra? Ja. Wisst ihr, was seine letzte Worte waren? Tubi, tubi, tubi.